Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachgehakt Spezial. Heute mit dem Buchautor von dem Buch Die BRD GmbH, Dr. Klaus Maurer, auf den ich mich besonders freue. Es ist mir eine Ehre, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Für die, die dich noch nicht kennen, also ich halte es mal eben rein, das ist das Buch Die BRD GmbH und wie du ja siehst, ich habe mir die entsprechenden besten Stellen schon markiert. Ja, würde ich dich am besten mal fragen, stell dich doch meinen Zuschauern einfach mal vor, was so dein Hintergrund ist und wie du auf die Idee gekommen bist, dieses Buch Die BRD GmbH zu schreiben, gekommen bist. Ja, also ich bin im bürgerlichen Beruf Arzt, insbesondere im Bereich der Psychiatrie arbeite ich und habe da sehr viele Gutachten immer schon erstellt, habe da viele Hausbesuche gemacht, habe halt gesehen, wie Menschen leben. Und hatte viele Inspirationen zu diesem Buch, muss man sagen. Eine Inspirationsquelle war, dass ich oft mit Menschen zu tun hatte, die begutachtet werden sollten und die mich dann darauf hingewiesen haben, dass ja dieses Anschreiben an mich, indem ich den Gutachtenauftrag entnehmen konnte, dass das gewisse Formmängel hat und dann natürlich auch weitergehend solche Sachen wie, so wie 11. September oder überhaupt die Lügenmatrix sozusagen, alles was diese Lügen hier angeht. Und dann ist es natürlich als Psychiater immer wichtig, dass man überprüft, was ist mit den Menschen eigentlich los? Haben die gute Gründe für das, was sie denken oder ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, muss man vielleicht denken, dass sie psychisch beeinträchtigt sind oder krank sind. Das ist ja auch immer die Fragestellung in diesen Gutachten, egal von wem jetzt, von irgendwelchen Versicherungen oder Gerichten oder was auch immer. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht, weil ich schon ein bisschen die Ahnung hatte, es könnte was dran sein an dem, was die sagen. Also das hat man ja natürlich auch schon aus der Schule noch in Erinnerung, dass die BRD dann so gegründet wurde, so als ein Provisorium und dass das dass keine Volksabstimmung jemals gegeben hat, wäre auch die Frage gewesen, welches Volk oder wie viele Völker da hätten abstimmen müssen, um das Ganze zu legitimieren. Und dann bin ich etwas tiefer in die Materie eingestiegen und habe das dann mir so erarbeitet. Es gab ja auch schon einige Dinge, die vielleicht nicht ganz so systematisch waren. Also zum Beispiel das Buch von Ralf-Uwe Hill, Deutschlandprotokoll, der erste Band. Der hatte schon ziemlich viel Wissen, aber das war so eingeflochten in so eine Geschichte, also in so eine belletristische Sache. Das hat mir nicht so gefallen, mir persönlich. Ich weiß, dass es vielen deswegen auch gefallen hat und dass die das eben leichter verständlich fanden, aber für mich war das nicht so das Richtige. Ich wollte das ein bisschen systematischer machen. Und die große Herausforderung war ja damals auch, wie macht man das? Also wie gliedert man so etwas, also dieses ganze Thema, dass man am Ende ein Werk hat, wo die Kapitel sozusagen aufeinander aufbauen. Ja? Also dass man am Anfang nicht schon was liest, was erst irgendwie später erklärt wird. Und das war so schon eine sehr große Herausforderung. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und hatte dann sozusagen den Aha-Effekt und hatte diese Gliederung vor Augen. Und dann habe ich damit angefangen, weil es dann auch ganz leicht war. Dann war es ganz leicht, das einfach in dieser Systematik dann zusammenzutragen. Und das ist halt eigentlich nach wie vor noch das größte oder der zündendste Moment gewesen. Und ich sage jedem, der sagt, was ist denn eigentlich wichtig in dem Buch, also der jetzt so fragt, das zu lesen, und dem sage ich immer eigentlich nur das Inhaltsverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis ist deshalb wichtig, weil in dem Inhaltsverzeichnis ja schon die wichtigsten Aussagen gemacht werden und auch in der richtigen Systematik. Ja. Und ja, dann gab es eine erste Auflage. Die erste Auflage war nur so ein Sammelsurium erstmal. Da hat man gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht, und dann hat man das alles mal zusammengetragen. Nicht alle Quellen waren am Anfang gleich validierbar, sondern da hat man erstmal noch auf bestimmte Aussagen vertraut von jemandem, den man da kompetent hielt, der vielleicht ein Insider gewesen ist. Also damals gab es ja noch Peter Frühwald, der diese Bewegung gestartet hat, staatliche Selbstverwaltung nach UN-Recht. Und so, und der hat ein paar Sachen gesagt, die ich aber nicht überprüfen konnte. Ich habe sie dann mal übernommen und so nach und nach hat sich dann aber herausgestellt, für welche Sachen es zitierfähige Quellen gibt und für welche nicht. Und dann habe ich mich auf die beschränkt, wo es zitierfähige Quellen waren. Und es war ja trotzdem immer umfangreicher geworden. Ja? Also es kam ja dann immer mehr. Also dann auch so Kleinigkeiten, hier diese Geschichte mit dieser förmlichen Zustellung, gelber Brief und sowas. Dann haben sehr viele Menschen sich sehr eingearbeitet in die Thematik, Weltpostvertrag und so weiter.
Also es wurde am Ende immer mehr und die große Herausforderung bestand dann darin, wenn man ein Buch macht für Einsteiger, die das nach Möglichkeit beim ersten Mal lesen, verstehen. Also dass es ihnen im Zweifelsfall wie Schuppen von den Augen fällt, aber dass die das beim ersten Mal verstehen, also einfach geschrieben und trotzdem, sagen wir mal, in einem Umfang, dass es auch verdaulich ist. Ja? Also es kam eigentlich immer darauf an, intelligent zu kürzen oder intelligent Dinge wegzulassen und nicht so viel wie möglich reinzupacken. Ja? Also Und ich glaube, das ist, ja. ich fand das gut geschrieben, sehr strukturiert. Ich bin ja so ein Mensch, der überhaupt sehr, sehr strukturiert agiert, ja, in vielen Punkten. Und das fand ich sehr übersichtlich, sehr gut geschrieben für den ja, Anfänger, der gerade sich anfängt, mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Es ist ja gut verdaulich, sage ich mal so. Und es ist, ich sag mal, eine Ansammlung von Unglaublichkeiten, die man natürlich gegenprüfen muss. Und so habe ich es damals gemacht. Deswegen habe ich eben an jeder diesen Sachen, also wo ich das dann genauer wissen wollte, mir Lesezeichen reingemacht, um die dann zu recherchieren, stimmt das überhaupt? Ja, und es ist tatsächlich so, so unglaublich, wie es klingt, leider stimmt's. Und das sind eben die Dinge, wo ich mich dann frage, ich sag mal, es ist nun natürlich eine schwierige Problematik, denn du weißt das ja selber, wenn du Arzt oder Psychiater bist oder beides, dann erlebst du kuriose Geschichten. Und gerade wenn du selber Dinge überprüfst, dann ja, dann fällt dir das wahrscheinlich wie Schuppen vor den Augen und du sagst dann, ja, die haben komischerweise recht gehabt, obwohl ich dafür da war, eigentlich ein Gutachten gegen sie zu schreiben, zum Beispiel. Ja, genau. Und die Herausforderung besteht eben auch darin, überhaupt erstmal die Begrifflichkeiten und die Sprache zu entwickeln, weil man fängt ja eigentlich.